Das Wichtigste ist natürlich, den letzten oder die letzte Läuferin mit dem Kehrwagen hier am Hauptplatz zu fahren. Jedes Jahr mit einem Helm. Man muss das 09, da lege ich mich fest, sie schafft es nicht mehr unter 2,30. Bei der zweiten wird es sehr, sehr eng. Bei der ersten ist momentan noch alles drin. Super, wir sind gespannt. Und begrüßt 80 Bünden. Läuft gemeinsam in Gratulation. Und da sehe ich ein tolles Plakat. Sie haben auch wirklich ganz schön viel Arbeit für die. Und das halte ich jetzt im Moment für sehr wahrscheinlich. Pacemaker mit der Nummer 11 für das Frauenfeld. Der hat sich also. Wo ist der Borealis Halbmarathon? Put your hands up! Und wo ist unser Obermann-Glitz Donner-Marathon? Ladies and Gentlemen, damit können wir offiziell starten. Und alle hier auf der Brücke, egal ob Läuferin oder Zuschauer, Zuschauerin, wir zählen gemeinsam ganz laut von 10 den Countdown runter. Und unser Prager-Schütze Georg wird dann schießen. Sind wir bereit? Jawohl! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Die beiden sind
Zeit von Solo ab 42. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir sind gleich bei 1,59. Das heißt, jetzt sage ich, wenn jetzt nichts passiert in den nächsten 1-2 Minuten, dann werden wir die 2,08 nicht knacken. Da lege ich mich fest, Pascal. Wir sind gespannt. Während es noch für unseren Boreales Halbmarathon Gratulation an alle Finisherinnen und alle Finisher. Was aber interessanter ist, Pascal, wenn du zurückdenkst an heute Morgen, wir haben ja auch darüber nachgedacht, ob wir einen neuen Frauenstreckenrekord erleben und der müsste eine Zeit haben von unter 2 Stunden 30 Minuten. Und da sieht es momentan so aus, dass wir die ersten beiden Läuferinnen, das ist Brenda Kiprono aus Kenia und Urge Soroka aus Äthiopien, dass wir die beiden mit erwarteten Zielzeiten von unter 2,30 angezeigt bekommen. Allerdings haben wir auch noch eine halbe Stunde zu laufen. Das heißt 2,24,45 für die eben genannte Brenda Kiprono aus Kenia und 2,29,48 für Urge Soroka aus Äthiopien. Schon die Drittplatzierte liegt momentan bei einer erwarteten Zielzeit von 2,33,09. Da lege ich mich fest, sie schafft es nicht mehr unter 2,30. Bei der zweiten wird es sehr, sehr eng. Bei der ersten ist momentan noch alles drin. Super, wir sind gespannt. Und begrüßt Eti Bünd. Gratulation. Und da sehe ich ein tolles Plakat. Sehr motivierend. Ganz schön viel Arbeit für gratis Banane. Also immerhin, ne? Aufgrund von Corona verteilen wir keine halbgeschnittenen Bananen, um keine Infektionsrisiko einzugehen. Sie bekommen zum ersten Mal in der Geschichte des Oberbank Linz-Donau-Marathons ganze Bananen. Ja! Wer liebt Bananen? Sie bekommen aber auch im Zielsackerl ein Bier. Das ist vielleicht noch mehr Anreiz. Nachvollziehen können, meine Damen und Herren, der Pacemaker wurde engagiert mit der Aufgabe, er soll mindestens bis Kilometer 32 laufen. Er darf bis ins Ziel laufen, wenn er seine Aufgabe bis Kilometer 32 erfüllt hat. Was war die Aufgabe? Ihm wurde die Aufgabe gestellt, dass er bis zur Halbmarathon-Distanz von 21,0975 Kilometer eine Zwischenzeit von etwa 64 Minuten 20 Sekunden erreicht, also 1 Stunde 4 Minuten 20 Sekunden. Das würde bei einer konstanten zweiten Rennhälfte eine Endzeit von etwa 2,08,30 bis 2,09 bedeuten. Er ist immer noch im Rennen, der Mann mit der Nummer 10, der Pacemaker bei den Männern aus Äthiopien. Das heißt, er hat seine Aufgabe.